Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 1 Live. 0800 220 5050. So, ihr Lieben. Willkommen bei Domian. Irgendwas klingt hier seltsam. Das müssen wir mal umschalten hier. So, ihr Lieben, willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Woche. Wir haben Montag. Wir haben Montag traditionell eine freie Themennacht. Und das heißt ja, dass ihr euch gerne, wenn ihr das möchtet, bei mir hier melden könnt. Live und kostenfrei unter 0800 220 5050. Die Telefonnummer, oder ihr könnt auch mailen unter domian@wdr.de. So, es geht gleich los mit der ersten Anruferin. Und die erste Anruferin heißt wie? Sie heißt Jasmin und ist 25 Jahre alt. Hallo. Hallo. Hallo Jasmin. Um was geht's bei dir? Ich bin vor 4,5 Wochen überfallen worden und versucht zu vergewaltigen. Mhm. Vor 4,5 Wochen? Ja. Wo? Bei uns in der Stadt halt. Ja, ja, in der Stadt oder irgendwo in einem Park oder... Nee, es war Kirmes bei uns und ich bin mit meiner Freundin, also ich habe meine Freundin nach Hause gebracht. Mhm. Und da in der Stadt schon zweimal Schlägerei war, habe ich gesagt, bei uns gibt es so Wälle um die Stadt rum. Und dann habe ich gesagt, ich gehe daher und nicht durch die Stadt, weil da halt schon Schlägerei war. Ja. Und das ist halt auf diesen Wellen dann passiert. Und wie spät war das? Halb zehn, viertel vor zehn. Abends? Ja. Ja. Beschreib mal den Hergang, was da genau vorgefallen ist. Ja, ich bin auf den ersten Wall so raufgegangen und unten an der Straße ist so eine Schule. Da saßen dann halt 4 so Männer, schon stark angetrunken, auch 2 oder 3 davon, und haben dann schon so komisch geguckt und ich bin dann auch schon weitergegangen. Ich hatte auch schon ein komisches Gefühl und ich bin auch schneller gegangen und irgendwann ein paar Meter später drehte ich mich um und dann sah ich, dass sie auch schon auf dem Wall hinter mir waren, aber bin ich auch noch schneller gegangen. Mhm. Ja, dann bin ich auf den zweiten Wall drauf und dann haben sie mich an der Haare von hinten runtergezogen. Dann ist schon alles zu spät gewesen. 4 Männer? Ja. Du hast gerade gesagt, das ist ein Überfall gewesen und es wäre fast zu einer Vergewaltigung gekommen. Ja, und... Wie hast du dich davor schützen können oder wie bist du... konntest du fliehen, dass es nicht zu der Vergewaltigung gekommen ist? Ja, es ist ja nicht nur die Vergewaltigung. Die haben versucht, mich in Brand zu stecken. Die haben versucht, dich in Brand zu stecken? Ja, aber zu meinem Glück ging das Feuerzeug nicht mehr. Wie haben die das gemacht? Die haben erst versucht, mir die Haare abzusenken. Abzusengen? Ja, also mit dem Feuerzeug halt abzusenken, die Haare. Und es war an dem Tag am Regnen abends. Also wie stelle ich mir das vor? Da bist du, Jasmin, 25 Jahre alt. Da sind 4 besoffene Kerle. Die haben dich auf den Boden geschmissen... Und haben dann erstmal versucht, mit dem Feuerzeug dir die Haare wegzubrennen. Ja. Und das funktionierte nicht, weil es geregnet hatte. Ja, aber ich schätze, dass das Feuer vorher nass geworden ist oder so. Auf jeden Fall ging das Feuer nicht mehr. Mhm. Was auch mein Glück eigentlich war. Also, ja. Die Haare haben sie mir vorne hatte ich nur noch 1 Millimeter oder so. Also mit dem Messer dann weggemacht und hinten auch komplett kurz. Ach so, die haben zuerst versucht, sie zu brennen, die Haare? Ja, und das ging ja dann. Und dann haben sie mit einem Taschenmesser oder was? Ich weiß nicht, was das für ein Messer war. Das war so ein großes, wenn man so ein auf... Das war, muss mit so einem Knopf gewesen sein. Da sprang die Klinge dann so raus. Ach sowas. Da haben sie dir die Haare mit abgeschnitten? Ja. Du musst doch in Todesangst gewesen sein. Ja. Du lagst auf der Erde. Ich stelle es mir immer noch vor. Du liegst auf der Erde und da sind 4 Männer, die schneiden dir die Haare ab. Ja. Was haben die währenddessen gesagt? Mich beschimpft halt auch, ne? Also es kam dann so ein ganz netter Spruch, wie in meinem Land würde eine Frau sich schämen, mit offenen Haaren rumzulaufen. Das heißt, es waren keine Deutschen? Nee, es waren keine Deutschen. Mhm. Aber sie sprachen schon Deutsch, aber du konntest... Sie sprachen Deutsch, aber mit so einem Dialekt halt, ne? Ja. Und anhand dieses Spruches kann man ja auch dann noch rauserkennen, dass es, ne? Jetzt habe ich nicht verstanden. Anhand dieses, was sie dann gesagt haben, so mit diesem... Spruch, in meinem Land würde keine Frau so rumlaufen, dann verstehe. Hört man ja auch schon raus, dass es dann auch keinen Deutschen waren. Ja. So, wie ging es dann weiter? Mit dem Messer haben sie mir das Gesicht aufgeschnitten und die Brust.
So sehr, dass du geblutet hast? Ja. Die Brust auch? Ja, also der Brustkörper oben so, ne? Ja, meine Kleidung haben sie mir komplett weggenommen. Das heißt, du lagst irgendwann nackt da? Obenrum, ja. Obenrum. Mhm. Hast du geschrien? Ja, am Anfang habe ich geschrien und dann hat mir einer auch ein Messer am Hals gehalten und hat gesagt, wenn ich jetzt noch eins vor ihm sagen würde, dann wird er zustechen halt. Mhm. Und dann? Habe ich nichts mehr gesagt, weil ich solche Angst hatte. Ja. Aber überhaupt alles, wie ging alles weiter dann? Ja, wir haben immer meine Kleidung weggenommen, mein Pullover, mein Ehering, alles halt, was ich hatte. Hm. Sie hatten auch beim Spaß, mir diese Schnittwunden zuzufügen, weil ich habe ja auch gezittert und alles. Und die hatten richtig Spaß dran halt. Und wie hat es sich dann noch gesteigert? Haben sie dich irgendwann ganz ausgezogen? Ja, also sie fingen dann an, mir die Hose runterzuziehen und fingen dann halt an, ihre Hand in meine Unterhose zu stecken und mich zu berühren halt, ne? Untenrum und hatten da also richtig Spaß dran. Es kam aber nicht zu einem Geschlechtsverkehr. Nein. Hast du dich retten können? Ja, es waren zwei von den Männern waren dann mit meiner Jacke und meinem Pullover noch beschäftigt. Mhm. Die standen so ein kleines Stück weg und die anderen zwei waren ja dabei, also haben versucht, mich zu vergewaltigen und jetzt wollten sie wohl eine rauchen und sind halt zu den anderen beiden gegangen und haben halt gefragt, ob einer von denen Feuer hätte noch, das Blut oder sonst was. Und die dachten jetzt wahrscheinlich nicht, weil sie ja auch mächtig auf mich eingeschlagen haben und so, dass ich weglaufe. Ah ja. Und ich habe in dem Moment gedacht, schlimmer kann es eh nicht werden, ich laufe einfach nur noch. Ja. Und bist gelaufen, was das Zeug hält? Ja, und dann kam ein Stückchen weiter, ist auf der Ende des Waldes und da ist so eine Kneipe und da war ziemlich viel los. Und dann wurde es dann auch hell und dann sind sie schon nicht mehr hinter mir her. Mhm. Das heißt, da warst du dann in Sicherheit? Ja. Da hat man dir geholfen, da wurde die Polizei... Nee, ich bin dann also sofort, meine Mutter wohnt ein paar Häuser weiter hinter dieser Kneipe. Ach so. Und ich bin dann sofort zu meiner Mutter gelaufen. Ja. Habt ihr dann sofort die Polizei angerufen? Nein. Ich bin auf der Treppe meiner Mutter zusammengebrochen und ich hatte, ich hatte lange Haare. Mhm. Diese Männer hatten mir ja meinen Zopf abgeschnitten und mir diesen noch in entgegengeschmissen und meinten, den könnte ich behalten als Andenken an sie. Und ich hatte diesen Zopf jetzt auch, als ich bei meiner Mutter ankam, krampfhaft in der Hand und meine Mutter. Moment, als du weggelaufen bist, haben sie diesen Zopf dir hinterhergeworfen oder was? Vorher schon. Und ich habe den dann vorher auch schon festgehalten. Also, Jasmin, jetzt ist so ein Horror passiert. Das ist ja ein wirklich blanker Horror, was du da erzählst. Wo du in Gedanken wahrscheinlich wirklich in äußerster Todesangst warst. Ja. Und deine Mutter ist damit konfrontiert. Da gibt es doch eigentlich zwei Sachen, die man sofort macht. Einmal, man ruft einen Krankenwagen an und man ruft die Polizei an. Habt ihr das gemacht? Ja, ich bin ja gerade dabei. Ich bin erst nach meiner Mutter, die hat mir dann erstmal zwei Schnäpschen gegeben, dass ich überhaupt nicht erstmal fassen konnte. Hat mir einen Pullover gegeben und hat mich dann sofort nach meinem Ehemann nach Hause gefahren. Und der hat dann sofort die Polizei gerufen. Mhm. So, das Ganze ist voll. Weil ich wollte, bevor das mit der Polizei, wollte ich erst zu Hause sein. Ja. Weil ich mich da dann auch irgendwie sicherer fühle. Ja. Bist du denn in der Nacht dann noch ins Krankenhaus gegangen, zur Ambulanz? Ich konnte nicht mehr. Oder kam ein Arzt zu dir? Die Polizei kam halt die Nacht noch. Die waren dann bis 3 Uhr nachts oder so hier und gefragt, Fotos gemacht und so. Naja, ich denke an deine Wunden. Du hast gesagt, die Brust... Ja, ich wurde dann von meiner Mutter und meinem Mann so ein bisschen verarztet. Und das waren also so, sagen wir mal so, nicht sehr tiefe Schnitte. Also, das heißt, das konnte man so mit der Hausapotheke also hinkriegen. Mehr so, es hat zwar stark gebissen gehabt, aber mehr so oberflächlich. So, Jasmin, das ist vor 4,5 Wochen, sagst du, passiert. Ja. Hat man die Täter gefunden? Nein. Man hat die nicht gefunden? Die Polizei hat die in der Nacht nicht mehr erwischt? Es war, was ich auch schon ganz schön hart fand, die Polizei war hier in der Nacht und wollten, dass ich zum Tatort noch mitfahren. Da habe ich gesagt, nein, das mache ich nicht. Hm. Und es wurde auch ein Zeitungsaufruf gestattet bei uns in der Stadt. Ja. Also stand riesengroß in der Zeitung, aber nichts. Also die Anzeige gegen Unbekannt läuft, die steht? Ja. Ja. Und du hast die Hölle hinter dir. Ja, seitdem ist es noch schlimmer. Das glaube ich.
Du hast wahrscheinlich Angst, überhaupt vor die Tür zu gehen, oder? Ich bin seit 5,5 Wochen nur hier zu Hause. Mhm. Seit 4,5 Wochen nur hier zu Hause. Ja. Ich bin seitdem weder in der Stadt gewesen noch sonst was. Es geht nicht. Ich habe es versucht einmal zu machen. Ich habe Herzrasen gekriegt. Ich bin fast zusammengebrochen. Ja, das ist auch nachvollziehbar. Jeder von uns hätte irrsinnige Angst, auszugehen. Ich schlafe nachts nicht mehr. Also ich lege mich ins Bett, ich schlafe 1,5 Stunden und dann ist es vorbei. Das ist ja nun publik geworden. Du sagst, das ist, stand dann auch groß für euch in der Zeitung. Hast du auch Angst, dass die dass die dir nochmal was zuleide tun? Rache üben, dass du das nun verpfiffen hast. Was heißt verpfiffen, dass du sie angezeigt hast? Ja, habe ich auch. Was für eine schlimme Sache, was für eine schlimme Sache. Und wieso kann die Polizei in der Nacht 4 Besoffene nicht finden? Ja, weil die davon ausgehen, dass, weil ja auch Kirmes war, dass vielleicht sogar welche von der Kirmes waren. Ach so, die weitergezogen sind. Ja, die sind aber erst 2 Tage später weitergezogen. Ja, eben. Aber die Kirmeswagen standen direkt da unten, sodass die jetzt einfach hätten nur in die Kirmeswagen gehen bräuchten und, ne? Konntest du denn der Polizei einigermaßen so ein bisschen beschreiben, die Männer, oder hast du so einen Schock, dass du gar nichts mehr weißt? Also es waren ja 4. 2 konnte ich nicht sehr gut beschreiben. Hm. 2 konnte ich relativ gut beschreiben und habe gesagt, diese Augen und diese Gesichter werde ich auch nie vergessen. Das heißt, wenn die würdest du wiedererkennen, wenn man eine Gegenüberstellung machen würde? Ja, und alle 4 würde ich an der Stimme auf jeden Fall wiedererkennen. Ah ja, das ist gut. 2 würde ich am Aussehen auf jeden Fall wiedererkennen. Das tut mir sehr leid, Jasmin, was dir da widerfahren ist. Das ist eine sehr, sehr, sehr schlimme Geschichte. Ein sehr schlimmer Vorgang, den du da hast erleiden müssen. Und ich kann ausgesprochen gut nachvollziehen, dass du so unter Schock stehst. Du hast wahrscheinlich seitdem keine Hilfe gesucht, ne? Psychologisch irgendwas? Ich habe versucht, ich bekomme keine. Du bekommst keine? Ah, ja. Es ging los, der Weiße Ring hat sich eingeschaltet. Mhm. Die machen aber halt nur bei uns hier dieses finanziell, dass ich die Jacke ersetzt kriege und sowas alles. Mhm. Dann habe ich vom Weißen Ring für so eine Tagesklinik in der Nähe einen Therapieplatz gekriegt, das ist dann von morgens bis 4 und nachmittags. Die nehmen mich nicht, weil sie sagen, ich bin stark suizidgefährdet, selbstmordgefährdet halt, was ich jetzt auch nicht ausschließe, wirklich nicht. Ja. Und umso besser. Bei uns in der Stadt gibt es keine Therapeuten, die für sowas jetzt ausgebildet sind. Die machen alle nicht. So, Jasmin, umso besser ist es, dass du hier angerufen hast. Wir können hier nun wirklich auch keine Wunder bewirken, aber wir können immer wieder schon mal so kleine Anstöße setzen und dadurch kommen dann schon Dinge in den Gang. Ich möchte jetzt, dass wir hier das Gespräch in der Öffentlichkeit abbrechen. Ich sage nochmal, dass es mir sehr leid tut, was dir passiert ist und ich hoffe sehr, 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 dass man diese Männer fasst und vor allen Dingen, was ich noch wichtiger finde, ist, dass man dir helfen kann, dass man dir wieder ein bisschen Stabilität geben kann. Und da wollen wir dir jetzt ein bisschen versuchen, bei zu helfen. Das bedeutet, du legst auf und wir, meine Psychologin, die Elke, ruft dich jetzt sofort an. Okay, gut. Okay, alles Liebe und alles Gute von Herzen. Danke, tschüss. Auf Wiederhören. 0800 220 5050, meine Telefonnummer und die E-Mail-Adresse lautet domian@wdr.de. Es geht weiter mit Sebastian und Sebastian ist 24. Hallo Sebastian. Ja, grüß dich Domian. Hallo Sebastian. Hallo, erstmal, ich wollte sagen, heftiges Thema gerade. Sehr heftig, ja. Ja. Ja, also ich muss sagen, hoffentlich kriegen sie die Kerle irgendwie. Man weiß ja nie vielleicht. Das hoffe ich auch, ja. Ja, so, erstmal noch Lob an deine Sendung. Dankeschön. Ich bin seit Jahren Stammzuschauer, Zuhörer und jetzt rede ich mit dir. Das ist super. Ja, danke fürs Kompliment. Freue ich mich immer wieder sehr. Wenn ihr das sagt. Was ist denn dein Thema, Sebastian? Ja, mein Thema ist das Fußballspiel Deutschland-Holland und die Fußball-EM im Allgemeinen. Oh. Ich bin ja kein Fußballfan. Ja, ich weiß. Aber das, was da morgen passiert, ich glaube, da interessieren sich mittlerweile alle für, ne? Ja, das würde ich auch genauso sagen. Holland-Deutschland. Ja. Wieso mögen diese Holländer uns eigentlich so wenig? Ja, ich sag mal, erstmal muss man ja, glaube ich, fairerweise sagen, wir mögen sie auch nicht. Ja. Aber wir fahren alle gerne hin in Urlaub. Das stimmt, ich war selber auch schon da und ich finde, die Holländer sind eigentlich auch so ganz angenehme Leute. Ja, sehr, sehr. Also wenn man da hinfährt und wunderbar, also gar kein Problem. Aber dann, wenn es um Fußball geht, ist es wirklich wie Erzfeinde. Dann ist Ausnahmezustand. Die Holländer, ich weiß nicht, du kennst wahrscheinlich die Spieler, kennst du wahrscheinlich nicht oder so namentlich. Kluivert kenne ich. Wen kennst du? Kluivert heißt der, ne? Kluivert, ja, aber der spielt wahrscheinlich morgen. Ah, der spielt nicht. Da gibt es noch einen, den kenne ich, Makai oder Makai vom FC Bayern, klar, der spielt ja hier in Deutschland. Ach, der spielt in Deutschland.
Ja, also, aber wen ich jetzt meine zum Beispiel, das ist ein weiterer Stürmer, der heißt Van Nistelrooy. Aha. So, und der hat jetzt sich, gestern war es, glaube ich, hingestellt in der Pressekonferenz und hat gesagt, wir werden die Deutschen morgen bestrafen für Sachen vor 60 Jahren. Das habe ich auch gelesen. Ja. Und ich finde es vollkommen bescheuert. Ja, es ist total bescheuert. Also wenn man solche Verbindungen zieht, hat man ihm alle Tassen im Schrank. Ja, auf jeden Fall. Also wirklich nicht. Weil ich meine, es gibt ja Sachen, die Holländer, diese Rivalität ist ja eigentlich entstanden, weil unsere deutsche Nationalmannschaft es 1974 gewagt hat, die große holländische Mannschaft im Finale zu schlagen bei der Weltmeisterschaft. Ja. So, das haben die uns, glaube ich, so übel genommen und haben uns das nie verziehen. Ja. Und dann gab es ja so diese legendären Aktionen, ich weiß nicht, ob du davon was gehört hast. Die Anspuckerei. So, die Anspuckerei 1990 von Frank Rijkaard an unserem Rudi. Ja. Da, und auch zwei Jahre davor schon Ronald Koeman, der sich nach dem Sieg der Holländer im EM-Halbfinale gegen uns damals nach dem Trikottausch mit dem deutschen Trikot von Olaf Thon den Hintern abgewischt hat. Hat er gemacht? Weiß ich nicht. Hat er so, also so simuliert. Der hatte seine eigene Hose natürlich noch an, so, ja, aber ja. Hat das halt simuliert auf dem Spielfeld und so weiter. Das sind halt so Geschichten und da ist halt die Rivalität. Also wenn man so ein bisschen daneben steht, als Nicht-Fußball-Fan, wie ich das nun mal bin, ist das wirklich alles so albern und so lächerlich? Also wirklich die Rivalität, die jetzt nicht nur lächerlich bei den Niederländern, sondern auf unserer Seite genauso. Es wird da ja auch extreme Sachen geben. Wobei diese extremen Sachen hört man doch eigentlich immer eher aus Holland, ne? Oder? Eigentlich schon, ja. Ne? So diese richtig fiesen Sachen kommen immer von denen. Also jetzt im Vorfeld war zu lesen, dass es Voodoo-Puppen geben soll, irgendwie so mit Deutschland-Trikot und passende Nadeln in irgendwelchen holländischen Zeitschriften oder sowas, irgendwie solche Geschichten. Also, und da ist man ja eigentlich fassungslos, ne? Wir sind hier ein Europa, haben gerade toll gewählt oder auch nicht toll gewählt und dann sowas. Also ich meine, die sollen doch dankbar sein, dass wir immer so schön in den Urlaub dahin fahren. Also wie sieht es denn da aus ohne die Deutschen? Ja, hast du nicht ganz unrecht, aber ich meine, ich laufe momentan auch rum und erzähle überall Holland-Witze und so weiter, ne? Ja. Wie man hier eine Zeitung liest und so, aber... Ich finde ja, bis zu einem bestimmten Punkt ist das ja alles okay. Es darf nur nicht zu beleidigend werden und es darf nicht irgendwie, die Kirche muss im Dorf bleiben. Ne? So ein Vergleich wie vor 60 Jahren und ja, so, das ist wirklich, da diskutiert man auch gar nicht mehr drüber. Das ist auf jeden Fall lächerlich. So, gerade von Spielern, wenn das jetzt irgendwelche Fans vielleicht noch so sagen würden oder so Pseudo-Fans. Ja. Ne, aber von Spielern, so von Offiziellen ist das... Aber es ist wirklich ganz seltsam. Ich sag das nochmal so, du hast es gerade ja auch gesagt, wenn man in Nicht-Fußball-Zeiten nach Holland fährt, ist das ein wunderbares Land. Ja, also ich finde es auch. Die Holländer, die ich in meinem Leben bisher kennengelernt habe, waren alles tolle Leute, freundliche Menschen. Ja. Und dass es dann so ausufert, ist mir nicht klar. Ist mir völlig rätselhaft. Ja, es ist halt gut, wenn es da halt um den Fußball geht, ne, dann ticken wir alle ein bisschen anders vielleicht. Ja, es ist vielleicht auch so, der ewige Minderwertigkeitskomplex des kleinen Landes gegenüber diesem riesen Moloch Deutschland. Ja, und gut, da hast du vielleicht nicht unrecht. Und auf den Sport bezogen sind sie wahrscheinlich auch neidisch auf unsere Titel. Ja, andererseits fahren die ja auch tolle Sachen ein, an Erfolgen und so. Naja, im Fußball nicht unbedingt. Nicht unbedingt, ja. Nö. Aber die sind, so wie hab ich mir sagen lassen, doch besser bewertet und haben mehr eine Favoritenrolle jetzt bei der EM als die Deutschen. Ja, klar, wir sind krasser Außenseiter. Ja. Obwohl es ist, die deutsche Nationalmannschaft wird aber auch ein bisschen zu schlecht gemacht momentan, finde ich, bei uns. Ja, findest du? Wir sind Turniermannschaft, wir waren vor zwei Jahren vor der Weltmeisterschaft, sahen wir genauso schlecht aus. Ich finde ja, vielleicht sage ich sogar etwas, was auch Fußballfans zu sehen. Ich finde ja, dass die ganzen Spieler viel zu hoch bezahlt werden. Die sind ja gar nicht motiviert genug, richtig gut für das Land zu spielen. Das sind satte Millionäre. Millionäre vielfacher Weise mittlerweile. Ja, da hast du vielleicht nicht ganz unrecht. Ja. Man weiß es immer nicht. Ich hoffe es halt nicht. Ich hoffe, wenn es dann halt ums Turnier geht, dass sie sich dann schon besinnen, dass sie sozusagen Repräsentationsfiguren jetzt sind oder so. Ne? Ja, ich habe da ein bisschen meine Zweifel mittlerweile. Ja, bei manchen habe ich auch meine Zweifel, aber trotzdem bin ich für morgen optimistisch. Wie ist denn jetzt dein Tipp? Jetzt musst du auch einen Tipp sagen. Ja, also, ja, ich kann natürlich das nicht neutral tippen, sag ich mal. Sagst mir jetzt du disziplinierst dich dazu, du sagst mir einen neutralen Tipp. Mhm. Und ein Tipp als Sebastian. Gut, also als Sebastian, der morgen sich mit vielen Leuten irgendwie trifft, um das Spiel irgendwie in der Kneipe zu gucken und hoffentlich danach zu feiern, sage ich 2-1 für uns. Ja. Tore, so. Ballack und Frings. Gut. So, jetzt der neutrale Tipp.
den neutralen Tipp kann ich dir sogar relativ leicht sagen, weil ich so ein, im Freundeskreis ein Tippspiel laufen habe, ja? Wo ich schon mich besonnen habe, weil wir auch ein bisschen was spielen, so vernünftig zu tippen. Ja. 3-1 für Holland. 3-1 für Holland. Ich will es nicht hoffen. Und das Besondere ist... Stell dir mal vor, das geht, das endet genau andersrum morgen. 3-1 für Deutschland. Ja, das wäre super. Dann müssen wir die Grenzen dicht machen, sonst marschieren die hier ein und wollen uns platt machen an den Grenzen. Das glaube ich nicht. Die sind dann sind sie wieder ganz kleinlaut. So, also sie, die Holländer. Ich fände es super. Das Besondere ist, einer meiner besten Freunde, der ist Holland-Fan. Ja? Und da ist natürlich, echt? Ein Deutscher, der Holland-Fan ist? Nein, er ist kein Deutscher, er kommt gebürtig aus Polen. Ach, die Polen! Ja, die sind ja nun gar nicht Verräter. Haben auch nichts zu melden im Fußball. Der hat so eine, ich meine, ich kann es verstehen, die spielen wunderschönen Fußball, zwar nicht erfolgreich meistens, aber wunderschön, und der ist da irgendwie begeistert von seit Jahren. Ja. Und wir kennen uns zwar schon lange, aber es ist... Und mit dem zusammen guckst du morgen das Spiel? Ich will es hoffen, ich habe also definitiv von ihm noch nicht die Zusage, ob er mitkommt. Weil der ist ja in der absoluten Minderheit dann, der Arme. Ja klar, wir wollten eigentlich bei uns auf dem Marktplatz. Auf dem Marktplatz ist Großbildleinwand und so weiter und so fort. Da meint er, da will er nicht hin, weil da hat er dann doch Angst um seine Gesundheit. Der soll mal nach Holland gehen und soll da gucken. Ist ein bisschen zu weit. Naja, so weit. Wo wohnt er? Aus welcher Stadt? In Bremen. Ah ja, gut, das ist ein bisschen weiter. Ja. Also, ich kann keinen Tipp abgeben, weil ich wirklich keine Ahnung habe. Und das wäre ein bisschen sehr vermessen. Ich drücke natürlich auch uns den Daumen. Guckst du das Spiel? Und ja, das muss ich gucken. Also da bin ich dann doch zu national stolz. Das muss ich sehen. Ich wünsche uns 3-1. Ist doch gut, ne? Wäre super, Eddie. Ne? Dann bin ich zwar morgen bestimmt irgendwann, kann ich dich morgen nicht sehen, weil ich wahrscheinlich irgendwo noch besoffen in der Kneipe liege oder in der Disco oder so. Aber das ist sicher, wenn ich jetzt sage, wir, Deutschland gewinnt morgen 3-1, kann ich diese Sendung auch einstellen morgen. Kein Mensch guckt diese Sendung morgen. Wahrscheinlich schon. Also alle laufen grölend durch die Straßen und sind blau, ganz ne? Genau. Dann ist erst recht Ausnahmezustand. Dann feiern wir zumindest bis Samstag, weil Samstag spielen wir dann ja gegen Lettland das nächste. Aber das ist doch wahrscheinlich einfach, ne, gegen Lettland? Ja, wobei, wir sind ja nun nicht gerade berühmt dafür, momentan so schön Fußball zu spielen, und wir können das Spiel nicht unbedingt so gut machen. Und haben die überhaupt genügend Einwohner, um eine Fußballmannschaft aufzustellen? Ja, doch. Ja. Ich glaube, so 12, 13 haben sie noch. Das geht noch. Nein, also, was ich eben noch sagen wollte, gegen die Holländer und gegen die Tschechen, gegen die wir dann ja noch spielen, können wir uns hinten reinstellen und versuchen zu kontern. Ja. Und gegen die Letten müssen wir selber das Spiel machen, und das kann viel schwerer werden. Ah, verstehe. Wir haben ja gerade so Freundschaftsspiel gegen Ungarn 0-2 verloren, weil das verstehe. Geht nun gar nicht. Was ich alles noch lerne hier. Ja. Ja. Also gegen einen schwachen Gegner ist unter Umständen schwieriger zu spielen, zu gewinnen, als gegen einen starken Gegner. Zumal ich ja selber auch noch, obwohl die Holländer so ein bisschen Differenzen innerhalb der Mannschaft haben, ich setze auf die holländische Arroganz. Sebastian, wir gucken alle morgen Fußball. Ganz genau. Also, und sagen uns allen gegenseitig toi toi toi, ne? Ja, auf jeden Fall. Okay. Tschüss, Sebastian. Gut, mach's gut, Domian. Jo, tschüss. Sabrina, 24, hallo. Hallo, Sabrina. Hi, Domian. Na? Guckst du Fußball morgen? Ich bin aufgeregt. Guckst du morgen Fußball? Nee. Also hast aber du... meine Mama. Deine Mama. Ja, das hat sie schon gesagt. Du hast damit gar nichts am Hut. Nee, nicht wirklich. Auch nicht bei so großen Spielen wie morgen? Nö, vielleicht gucke ich mal rein oder so, aber mich interessiert eher die Frauenmannschaft. Ah, das dann schon? Frauenmannschaftsspiel habe ich geguckt letztes Jahr. Ja, weil da hat meine Mama mit Fußball gespielt, mit der Birgit Ostermühlen. Ehrlich, deine Mama? Ja. Deine Mama hat mit der Fußball gespielt? Nee, ja, also mit der Birgit Ostermühlen. Ach, das ist ein Ding, dann kommst du aus einem sportlichen Haus. Ja, ich spiele auch jetzt selber Sport. Was und? Also ich mache jetzt auch selber Sport. Was machst du? Tennis und Badminton. Ah. Ja. So, aber wir wollten gar nicht einfach nur so plaudern. Du hast wahrscheinlich ein richtiges Thema, weswegen du angerufen hast. Was ist das für ein Thema? Also, und zwar habe ich eine Erkrankung, die heißt Hydrocephalus internus. Oh, das ist immer also, sag mal langsam, Zytra? Mein Vater erstmal noch, mein Beileid erstmal an die Jasmin, glaube ja, ich, ne? Ja. Was ja passiert ist. Genau. Da habe ich also echt mit Tränen zugehört, weil... Sehr schön, ja. Ja, weil da ist bei mir ein ähnliches Verfahren. Also jetzt, machen wir mal eins zu eins. Sag mir doch mal die Krankheit. Wie heißt die genau? Hydrocephalus internus heißt das. Das ist. Und du erklärst mir mal genau, was für eine Krankheit das ist. Eigentlich Wasserkopf heißt das. Ja, das heißt, es sammelt also, sich sehr viel... Also das ist eine krankhafte Flüssigkeitsansammlung im Gehirn. Ja. Und dieses Nervenwasser, was wir halt alle haben, das fließt halt normalerweise in die Nervenkammer im Rücken. Ja. Und bei mir waren halt durch einen Ärztefehler damals, da ist mir die Tropfflasche im Kopf ausgelaufen.
Und seitdem waren bei mir halt diese Gänge im Kopf zu, Moment, diese üblichen. Moment. Ärztefehler, eine Tropfflasche ist ja im Kopf ausgelaufen. Ja, verstehe. Ich bin damals über den Kopf ernährt worden, weil ich nichts getrunken hatte. Ach so. Zu wenig gegessen und getrunken und dann bin ich über den Kopf ernährt worden, weil sie keine Vene gefunden haben. Und wo wurde dieser Tropf eingeführt im Kopf? Direkt vorne, glaube ich. Irgendwie. Also war ich noch Baby, da war ich erst 2 Jahre also, alt. Also oben auf der Stirn oder wo? Mhm. Ach, und die ist ausgelaufen und dadurch ist das... Ja, die hat die zu schnell laufen lassen und... Dann ist halt das ganze Flüssigkeit so schnell in den Kopf gelaufen. Ins Gehirn quasi? Ja. Mhm. Und dadurch ist diese Krankheit ausgelöst jetzt? Ja. Mhm. Was unter Wasserkopf versteht man ja so ganz volkstümlich, dass man auch da so einen dicken Kopf hat. Den hast du aber nicht? Nee. Das nicht? Also du siehst ganz normal aus? Die Kammern oben, die sind schon ganz schön weit. Also die sind weiter als normal halt. Sieht man das auch? Ist der Knochen, der Schädel? Nee, das ist... nur bei Röntgenbildern halt sieht man das. Also sonst fällt eigentlich nicht auf. So. Ja, so jetzt kann das Wasser nicht hinten abfließen durch das Rückenmark. Wie fließt es denn ab? Also ist jetzt so eine künstliche Drainage gelegt worden, Schand heißt also, das. Also Drainage heißt immer so ein Röhrchen wird eingeführt, so ein kleines Röhrchen. Genau, so ein kleiner Schlauch, Röhrchen. Ne? Ja. Habe ich drin. Wo genau im Herzvorhof. Bitte? Also vom Kopf her. Über die Halsarterie, über die Hauptarterie. Ja. In den Herzvorhof geht das rein. Ach so, Schlauch wurde in die Arterie eingeführt. Ach so, das heißt, das Wasser tropft gar nicht raus aus dem Körper, sondern wird ins Herz geführt. Ja. Und von dort aus wird es dann verarbeitet. Ja, in den Herzvorhof und wird von da aus abgepumpt. So. Das heißt, du kannst diese Drainage, dieses Schläuchlein, siehst du gar nicht. Das ist in dir. Nee, das ist unter der Haut. Ah, verstehe. Mhm. Das klingt als eine recht komplizierte und schwierige Erkrankung. Jetzt hast du aber gerade gesagt, dass du auch Sport treibst. Ja, also mittlerweile wieder. Also vorher, bevor das angelegt worden ist, hatte ich halt Probleme, da ich den Arm nicht mehr richtig bewegen konnte und sowas. Ja. Keine Kraft mehr hatte, also es ist mir aus der Hand gefallen. Ja. Und wann ist das angelegt worden? Vor 2 Jahren jetzt. Ach so. Und seitdem geht es dir so... April 2002. Ja, und seitdem geht es so körperlich, motorisch so gut, dass du sogar ein bisschen Sport treiben kannst. Ja, mittlerweile wird es wieder, also mit viel Training halt. Ne, verstehe. Kannst du denn so dann auch einen relativ normalen Alltag leben oder gibt es doch Einschränkungen? Nee, nicht ganz. Also ich habe meine Arbeitsstelle verloren. Ich konnte meine Ausbildung nicht beenden, musste ich abbrechen. Was war das für eine Ausbildung? Als Dreherin. Als Dreherin. Das war auch eher ein anstrengender Beruf, ne? Oder? Ja, und die musste ich dann abbrechen, weil die Steifmaschinen und sowas standen halt alle in der Nähe. Ja. Und die haben halt so ein starkes Magnetfeld und dieses Röhrchen oben, das wird halt auch, da ist so eine Schraube drin, die lässt sich auf Flüssigkeitsmenge einstellen. Also bei mir steht es auf 180, das ist maximal bis 200 Milliliter Flüssigkeit, dass sich das einstellen. Ja. Naja, und durch dieses Magnetfeld halt, wird diese Schraube da oben umgestellt. Das heißt, da war eine Maschine mit Magnet und die hat deine innere Einstellung die hat mit den Dingen immer wieder umgestellt. Ach. Da musste ich immer wieder in die Klinik. Das heißt, du musst überall so im Alltag aufpassen, wo Magnete sind, starke, wo sind Flughafen und so weiter. Ach so. Weil wenn das halt nicht bemerkt wird, also wenn ich irgendwo reingerate oder so, wo das Magnetfeld ist. Mhm. Und es wird halt nicht erkannt oder so, kann es halt zum Starkanfall und so führen, das ist mir halt bekannt. Also es kann lebensgefährlich dann enden. Mhm. Sehr schnell sogar, also wenn es falsch eingestellt ist irgendwie. Was ich überlege gerade im Flughafen, wo sind da Magnete? Wenn zum Beispiel durch diese, mit dieser Durchleuchtungsmaschine da. Ach, da sind auch Magnete drin? Ja. Ach so. Also wenn die da hochfahren und so und gucken, ob verstehe. Du Stahl und sowas bei dir hast. Okay, also du musst das jetzt... Das dann bei mir und dann muss ich immer Bescheid sagen, dass ich so ein Teil habe. Ja, also du hast die Lehre abbrechen müssen. Leider. Aber sonst geht es im Alltag ganz okay. Ja, wieder jetzt. Du könntest ja mit 24 noch sagen, ich bin einigermaßen, bin ich jetzt so im Lot wieder. Ich könnte noch was anderes anfangen zu lernen. Möchtest du das? Ja, sehr gerne. Also ich überlege auch, wo es halt noch eine Ausbildungsstelle in meiner Nähe gibt, aber... Also du bist am Suchen. Bisher chancenlos, wenn ich sage, dass ich einen Schand habe oder so, dann gehen die meisten auf Abstand. Du sagst immer Schand, der Begriff ist mir gar nicht geläufig. Heißt dieses Röhrchen, nennt man das so? Ventrikelschand nennt sich das. Dieses Röhrchen? Ja. Mhm.
Das ist einmal jetzt eingepflanzt worden im Gehirn. Ja. War das eine komplizierte Operation? Sehr kompliziert. Und das ist halt auch meine Frage. Also halt vielleicht Kontakt zu irgendwelchen, weil ich habe mich im Internet informiert und sowas, von wegen Selbsthilfegruppen oder ja. so, weil ich halt wirklich Probleme damit habe. Ach so, das ist der Grund deines Anrufes auch, dass du Leute suchst? Mit umzugehen und sowas. Ah, so. Und auch teilweise noch körperliche Probleme, also... Mit dem Arm ist noch nicht hundertprozentig. Manchmal fällt mir noch das Schläger aus der Hand und sowas. Da muss ich plötzlich aufhören. So, auch das wenn heißt, ich Sport mache, dann... Du suchst gleich Menschen, das wird wahrscheinlich gar nicht so viele geben, vielleicht, vermute ich mal, in Deutschland, die sowas haben. Doch, also laut Internet her schon. Also. Und im Internet gibt es keine Kontaktmöglichkeiten? Habe ich schon versucht. Und jetzt habe ich auch leider kein Internet mehr. Ah ja, jetzt sagst du... Es, wenn dann über Briefkontakt oder so ja. gehen. Jetzt sagst du mir noch mal... den Namen der Erkrankung? Hydrocephalus internus. So, das klingt kompliziert, aber die Leute, die das haben, haben das jetzt sofort verstanden. Ja. Und du würdest gerne mit Leuten Kontakt aufnehmen, die das auch haben und die auch so einen Schand, wie das heißt, einen eingepflanzt bekommen haben. Genau. Ne? Und einen Erfahrungsaustausch möchtest du gerne machen. So. Ja. Wenn jemand gerne Kontakt mit dir aufnehmen möchte, dann bitte über domian@wdr.de, über unsere E-Mail-Adresse und dann reichen wir es an dich weiter. Sollen wir es so machen? Und, also weißt du, was halt das Problem bei mir war bei der Operation? Also ich habe gelesen halt im Internet, dass das so eine Stillstandoperation ist, nennt sich das. Und das Gefühl hatte ich halt auch. Und seitdem bin ich halt wirklich psychisch ganz schön angeknackt, weil ich auch Antidepressiva nehme. Mhm. Also wäre ein Austausch mit anderen Leuten sehr gut. Ja, ob die dasselbe erlebt haben, weil... Wenn, Sabrina, wenn wir dir helfen können, machen wir wirklich gerne. Kannst du mal ganz kurz erklären? Nee, was meinst du? Wegen der Operation, was da passiert ist. Ja, wenn es nicht so kompliziert ist, so medizinisch? Nee, also da war halt die Operation, die hat dann halt stattgefunden an dem Tag halt, an dem 30.04. Ja. Naja, und da war halt doch einiges, was... Jetzt klingelt es bei dir. Ja. Egal. Ich glaube, die Leute, die das jetzt wissen müssen, haben... Ich habe halt das Gefühl, so, ich sterbe bei der Operation. Ja. Warte mal, ich muss mal kurz... Sabrina, ich will brechen es mal ab. Ja. Ne? Und ich habe ja gerade gesagt, wie wir es machen. Kann ich deine Psychologin dann nochmal anrufen in ein paar Minuten? Rufen wir dich gleich nochmal an. Okay. Okay, danke. Tschüss. Klingelt da jemand stumm? Die Sabrina ist im Fernsehen und im Radio und da klingelt jemand. Ulla! Nee, wer ist jetzt dran? Wer ist jetzt dann doch die Ulla? Ulla, 39, hallo. Hallo? Hallo, Ulla. Ja. Ja, Ulla. Um was geht's bei dir? Ja, ich habe ein Problem mit meinem Schwiegervater. Ja. Ich bin seit 7 Jahren verheiratet. Ja. Kenne meine Schwiegereltern aber viel, viel länger als meinen Mann. Ja. Habe meinen... Wie kommt das? Durch meine Geschwister. Ich bin mit meinen Schwiegereltern schon Ewigkeiten befreundet. Und du hattest damals noch gar keinen Kontakt zu deinem späteren Mann? Nein, ich habe den mal gesehen als Kind, ganz wichtig. Man hat sich mal kurz gesehen, Konfirmation oder Familienfeiern. Wir hatten aber nie was miteinander zu tun. Ja. Dann sind die Wege halt immer weiter auseinandergegangen. Ja. Und wir haben uns dann wieder getroffen auf einer Feier. Und ich war in einer... Naja, wir haben uns neu kennengelernt, sagen wir mal so. Du und dein jetziger Mann? Ja. Mhm. Und mit dem du 7 Jahre verheiratet bist? Ja, inzwischen, ja. So, jetzt habe ich verstanden, dass du die Schwiegereltern schon länger kennst als deinen Mann. Ja. Und du hast am Anfang gesagt, dass es Probleme mit dem Schwiegervater hauptsächlich oder mit den Schwiegereltern insgesamt? Nein, meine Schwiegermutter ist jetzt seit einem Jahr tot. Mit dem Schwiegervater gibt. Was genau, was sind das für Probleme? Na, er versucht mich anzumachen. Anzuknüpfen, mich anzugraben. Also sexuell? Ja. Seit wann schon? Seit 1,5 Jahren. Seit 1,5 Jahren versucht er dich? Wohnt ihr zusammen in einem Haus? Nein. Aber ihr besucht euch oft? Oft, ja. Habt ihr Kinder? Wir haben 2. Also wir haben eine gemeinsame Tochter. Mhm. Eine Tochter habe ich mit in die Ehe gebracht. Mhm. Und kommt der Opa... beziehungsweise dein Schwiegervater oft zu euch, um dich und die Kinder zu besuchen? Nee, wir fahren hin. Ihr fahrt hin? Meistens fahren wir hin, ja. Aber du fährst du auch alleine schon mal hin?
Nee, eigentlich nie. Und in welchen Situationen versucht er dann, dich anzumachen? Ja, sobald ich, wir sitzen meistens jetzt ein großes Haus, entweder auf der Terrasse oder in einem großen Wohnzimmer. Mhm. Dann gibt es Küche, wenn man Getränke holt oder was zu essen fertig macht oder mal ins Badezimmer geht, dann kommt er hinterher und dann wird angefasst, angegrapscht. Selbst wenn dein Mann, sprich sein Sohn, wenn der im Wohnzimmer oder auf der Terrasse sitzt, wie genau macht er das? Wie grapscht er dich an? Ganz direkt. An den Hintern? Ja, überall. Und sagt dann was dabei? Ja, dass er mit mir schlafen möchte. Genau. Das sagt er? Ja. Und dass er es mir sehr schön machen könnte und dass das nur unser Vorteil wäre. Also ein Vorteil für meine Familie, sprich mein Mann und meine Kinder. Hm. Was sagst du denn dann, wenn er das macht? Ja, dass ich das nicht kann. Ich sag mal, das geht nicht. Ich bist du denn bin deine Schwiegertochter und. Als er das zum allerersten Mal gemacht hat, vor anderthalb Jahren. Ja. Musst du doch aus allen Wolken gefallen sein, oder? Ja, bin ich auch. Dann habe ich das auch nicht für ernst genommen. Ich dachte, ja, der macht irgendwelche Scherze oder der Aber spätestens beim zweiten Mal war der klar, der meint das ernst. Hast du auch ihn? Auch noch nicht. Ich habe erst mal gedacht, mein Gott, das ist halt ein. Ja, so ein älterer. Okay, ja, beim dritten Mal aber ja. So, beim dritten Mal? Und dann habe ich gesagt, nee, ich will das nicht. Kommt denn nicht da irgendwann beim dritten oder von mir aus dann beim vierten Mal? Ich gehe davon aus, dass das in den anderthalb Jahren jetzt unzählige Mal schon passiert ist. Ja. Das kommt da nicht beim dritten oder vierten Mal so eine richtige Wut in einem auf? Oh ja. Und dass man ihn anschreit und sagt, komm, lass deine Flossen bei dir? Ja, nee. Das nicht? Das ist ja nun mal mein Schwiegervater und er sagt mir dann so Sachen, wo ich das indirekt meinen Mann hinterfragt habe, ob das so ist. Er meint, wir sind ja finanziell und in einigen Sachen von ihm abhängig. Mhm. Und ich sage, das kann ja gar nicht sein. Wir haben unser Geld und wir haben unsere Sachen. Also, nee. Ja, aber dein Mann hat sich Geld von mir geliehen und das muss ich irgendwie zurückbekommen. Stimmt das? Das weiß ich nicht. Ich habe das erst nicht geglaubt. Ja. Aber es wurde dann sehr viel. Also diese Bedrängnis immer. Ja. Hast du deinen Mann nicht gefragt hier? Hast du eigentlich Geld von? Ja, habe ich gefragt. Und er hat immer gesagt, nein. Du hast deinem Mann aber von diesen Übergriffen, Zudringlichkeiten noch nichts erzählt? Noch nicht. Hinterher. Später. Ach so, dass er ist mittlerweile informiert. Ja. Und was sagt dein Mann, also sein Sohn dazu, dass sein Vater seine Frau anbaggert? Er sagt, das kann ja gar nicht wahr sein. Ach, er glaubt dir nicht? Nein, er sagt das. Er glaubt, also dein Mann glaubt dir nicht? Nein. Ich sag, habe meinen Mann angesprochen, ich sag, warum sollte ich dir denn sowas erzählen? Ich habe immer sehr an meinen Schwiegervater gegangen, weil ich ihn sehr lange kenne. Mhm. Das war so fast wie so ein Vaterersatz für mich. Weil ich den von Kind auf an kenne. Mhm. Aber er hat es mir nicht geglaubt. Ist das nicht zusätzlich noch eine unglaubliche Verletzung? Oh ja. Wenn der eigene Mann das nicht glaubt? Ja. Wann hat der Schwiegervater das zum letzten Mal gemacht? 3,5 Wochen. Mhm. Hast du es jedes Mal dann deinem Mann erzählt oder hast du schon aufgegeben? Nein, ich hab's ihm einmal erzählt, richtig. Mhm. Weil ich richtig verzweifelt war. Ja. Und er hat gesagt, das kann überhaupt nicht sein. Das nehme ich dir nicht ab. Und dann habe ich mich so verweigert. Ich sage, weißt du was, ich fahre nicht mehr zu deinen Eltern oder zu deinem Spiegel, zu deinem Vater hin. Mhm. Ich komme nicht mehr mit. Da hat er mich für bockig gehalten. Und mein Schwiegervater hat ständig wohl Druck gemacht, wie ich von ihm gehört habe. Mhm. Ja, wenn ihr keine Familie seid, dann brauchte gar nicht mehr kommen. Und mein Mann hat immer gedacht, wie stehen wir jetzt da? Wir sind doch eine Familie, wir sind doch verheiratet. Mhm. Also entweder kommst du jetzt mit oder... Oh. Ich sag, ne. Und das hast du durchgehalten? Eine Zeit lang. Aber jetzt und dann nicht bin ich wieder hin. Mensch, Ulla. Da ging es eine Zeit lang gut. Mensch, Ulla, weißt du, was ich für einen Eindruck habe? Dass du da viel zu weich bist. Dass du da viel zu sehr den Meckes mit dir machen lässt. Ich habe dich gerade gefragt, hast du den denn mal richtig zur Sau gemacht und angeschrien? Nein, das ist doch mein Schwiegervater. Na ja, aber und? Er hat mir gesagt, er
wird alles abstreiten. Und meinem Mann habe ich dann erzählt und er hat mir nicht geglaubt. Mhm. Ich weiß. Ich bin fassungslos, dass dein Mann so. Ich bin auch, ja, ich. Wie ist denn eigentlich euer Kontakt? Wie ist eure Ehe? Nicht so gut, glaube ich. Nicht so gut. Mhm. Nein, es gibt eine ganz tragische Vorgeschichte. Aber ich dachte immer, gerade diese Geschichte müsste eigentlich mehr unsere Ehe stärken als die Beziehung zu seinen Eltern. Magst du ein Stichwort zu der Geschichte sagen? Ja, er war jahrelang im Knast. Dein Mann? Ja. Mhm. Und ich wusste das. Weißt du, dennoch, lass mal dieses ganz außen vor. Da sagt meine Ehefrau mir, dass der Schwiegervater sie angräbt. Und dann sag ich doch nicht so wirklich völlig wie aus der Pistole geschossen, nee, das kann gar nicht sein. Da denkt man doch als Mann erstmal drüber nach. Kann das vielleicht doch sein? Ich vermute mal, es ist ihm. Er fühlt sich sehr verpflichtet sein. Ulla, dann ist wirklich, ja, dann ist aber wirklich auch in eurer Ehe ganz viel nicht in Ordnung. Weil ich finde, das ist so eine Beleidigung deines Mannes, ja, dir gegenüber. Ja, das habe ich ihm auch gesagt. Und auch, ich will sagen, auch so eine Erniedrigung, mhm, dir gegenüber. Mhm. Dass ich wirklich fast schon ganz, mir fehlen die Worte dafür. Ja. Die Situation ist so verfahren, dass einmal der grapschende Schwiegervater, mhm, und da ist der Mann, der das nicht glaubt, und da sind die ganzen Eheprobleme, die wahrscheinlich noch rumherum gewachsen sind im Laufe der, ja, Jahre. Das heißt, und du bist mittendrin. Ja, und es sind beides Menschen, denen ich eigentlich unheimlich vertraut habe immer. Ja, aber das Vertrauen ist nun weg. Mein Schwiegervater, ja, früher. Ja, gut, aber das ist weil jetzt, ich ihn so lange kenne. Ja, aber der mein Ehemann, weil er mein Mann ist, und jetzt, mhm, ich weiß es nicht. Mhm. Aber das ist vorbei, das ist Vergangenheit. Ja, ich. Wenn der das anderthalb Jahre macht, ist das Vertrauen. Aber ich kann ja mit keinem anderen drüber reden. Nein, die Frage ist grundsätzlich, du bist erst 39 Jahre alt. Jetzt sage ich mal was ganz, ganz Provokantes. Wie lange willst du in dieser Familie noch bleiben? Ja, ich habe mir eigentlich so ein Limit gesetzt, ist meine jüngste Tochter alt genug ist, dass ich mich scheiden lassen kann. Ah, also so weit ist es innerlich schon fortgeschritten. Ja. Die innerliche Trennung ist ja eigentlich man schon. Man ist ein bisschen abgestumpft. Ja. Man klammert ja auch. Ja, hinterher hat man gar keinen mehr. Ne? Ja. Wie lange dauert das noch, bis deine jüngste Tochter soweit? Die ist jetzt 6. Die ist erst 6? Ich hoffe, bis sie 14 ist, habe ich so gedacht. Nee, das geht so nicht. Das geht so nicht, Ulla. Dann bist du am Ende. Das geht so nicht. Du musst jetzt, wir müssen, das heißt wir, du musst irgendwie einen anderen Weg dir suchen. Ein erster Schritt ist vielleicht schon der Anruf hier. Ein erster Minischritt, ein ganz kleiner Schritt. Das ist ja so verfahren, dass wir das natürlich gar nicht im Rahmen eines 10-Minuten-Gespräches hier in der Sendung. Aber ich kann so eine Quintessenz rausziehen. Die Quintessenz für mich ist jetzt schon völlig klar, dass du dir Hilfe holen musst, dass du jemanden, einen permanenten Ansprechpartner brauchst, der dir hilft, die Situation klar zu sehen und auch Konsequenzen zu ziehen. Und dir auch hilft, die Konsequenzen zu ziehen. Aber ich denke mal, wenn mein Mann mir schon nicht glaubt. Ja, ich glaube dir jetzt zum Beispiel. Dann wird das ja keiner tun. Doch, das ist völliger Unsinn, was du da sagst. Das ist völliger Unsinn. Warum soll dir ein Therapeut, ein Psychologe nicht glauben? Ich weiß es nicht. Wenn er sich mit dir beschäftigt. Ja, aber mein Mann ist, eigentlich ist es auch der, dem man am meisten vertraut. Ja, aber die Ehe scheint ja völlig kaputt zu sein. Wenn du dich schon innerlich damit wenn du schon sagst, in 10 Jahren will ich weg von dem sein. Ja, weil er mir nicht glaubt, weil ich nicht weiß, wenn er mir da nicht weiterhilft. Er ist ja für mich der Einzige, der, mhm, auf seinen Vater mal Einfluss nehmen könnte. Mhm. Oder so indirekt auch. Ich will ja nicht zu Familienfäden anleiern. Doch, oder doch, ich will doch, nur doch, doch. Nein, nein, Frieden, naja, nee, meine Ruhe. Ja, ich glaube, dass du zu defensiv bist in der ganzen Sache. Der Vorgang ist so ungeheuerlich, dass man durchaus auch eine Familienfehde jetzt anfeuern kann, weil und die wissen das, und er, der Schwiegervater, scheint das zu wissen, dass du jemand bist, der dann doch eher wieder zurücksteckt und sich nicht richtig wehrt und keinen Terz macht. Ulla, ich möchte, dass du mit meiner Psychologin jetzt sprichst. Ich finde, dass du brauchst einfach einen Beistand. Und wie dieser Beistand zu organisieren ist, das soll meine Psychologin mit dir besprechen. Mhm. Auf jeden Fall finde ich, dass es so nicht weitergehen kann. Dass du mehr auftrumpfen musst, dass du mehr auf deine Rechte pochen musst.
dass du nicht 10 Jahre noch bei Indien... So, je lauter man schreit und je mehr Theater man macht, je schlimmer wird es. Nein. Was ist denn die Alternative? Alles runterschlucken, immer frustrierter, immer trauriger, immer verletzter werden? Nein. Aber, irgendwann muss man auf den Tisch hauen. Aber ich denke an die Kinder und... Trotzdem, die Kinder werden auch nicht glücklich, wenn die Mutti so unglücklich ist im Laufe der Jahre. Ja, ich lasse denen das ja nicht merken. Indirekt merken die Kinder das auch, dass du kein entspanntes Verhältnis zu Hause hast. Ulla, du legst bitte auf, wir rufen dich sofort wieder an, okay? Okay. Alles Liebe, alles Gute. Ja, danke. Tschüss. So ihr Lieben, ich möchte euch mal hinweisen auf nochmal auf unsere tolle Fanpage, Fanseite im Internet, nämlich www.nachtlager.de. Sehr zu empfehlen. Guckt mal rein, www.nachtlager.de. Das sind die toll gestalteten Fanseiten dieser Sendung, Domian, www.nachtlager.de. Ja, und ein Hinweis auf Mittwoch. Mittwoch haben wir wieder eine Themennacht. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema: Ein Anruf hat mein Leben verändert. Und über genau so einen gewichtigen Anruf möchte ich dann gerne mit euch sprechen. Ihr könnt übrigens jetzt, so ab heute, ab jetzt schon Mails schicken, wenn ihr gerne am Mittwoch mitmachen möchtet bei diesem Thema. Ein Anruf hat mein Leben verändert. Jetzt kommt der nächste Anruf hier bei mir. Der kommt von Roman. Hallo Roman. Hallo Domian. Oder Roman. Nee, Roman. Roman, genau. 20, hallo. Genau, hallo. Ja. Was geht? Mein Thema ist, ich mache seit 2 Jahren, ich bin im 2. Ausführungsjahr zum KfZ-Mechaniker. Mhm. Und komme in der Firma auch eigentlich gut zurecht mit meinem Chef und allen möglichen Mitarbeitern. Ja. Und bis vor einem halben Jahr, da kam dann mal die Ehefrau von meinem Chef in Betrieb. Wir haben uns ein wenig unterhalten und mit der Zeit meinte sie dann so, ich sollte mal zum Kaffee trinken vorbeikommen. Zum Kaffee trinken? Genau, bei ihr zu Hause. Aha. Da habe ich mir natürlich nichts beide gedacht. Ich denke mir sofort schon was dabei, wenn ich das jetzt höre. Ja, aber ich meine, Kaffee trinken, ich dachte vielleicht, ihr Mann wäre dann auch dabei. Mhm. Auf jeden Fall bin ich dann da hingegangen und ihr Mann war natürlich nicht da. Mhm. Wir sind ins Gespräch gekommen und dann hat sich da halt mehr draus ergeben. Und jetzt führe ich mittlerweile seit einem halben Jahr, habe ich mit ihr ein Verhältnis. Und ja, und wie gesagt. Also bei dem Kaffee trinken hat die Meisterin dich angegrabbelt, um es mal klar auszudrücken. Genau, und du genau. bist schwach geworden. Und, ja, und hast mitgemacht. Mein Chef, genau wie alt ist, weiß ich nicht, so an die 60 würde ich schätzen. Ja, und sie? Und sie ist 29, wird jetzt 30. Oh, das ist ein Unterschied. Das ist ein sehr großer Unterschied. Aber hallo, Alter. Ist sie sehr attraktiv und da konnte ich eigentlich nicht Nein sagen. Ja. Ja, und dann hat sich das ergeben. Wir haben uns dann halt an die 3 Mal in der Woche getroffen und haben was zusammen unternommen in der Zeit, wo ihr Mann dann nicht zu Hause war. Ja. Und es ist. Und das geht bis heute so? Jetzt kommt das Problem. Denn bis heute ist eigentlich alles zum Positiven gelaufen. Ist nichts aufgefallen, wurde nichts gemerkt. Ja. Und jetzt einen Abend, da war ich wieder am Wochenende bei ihr. Da sollte ihr Mann eigentlich auf Tagung sein. Ja. Also nicht zu Hause. Ja. Und dann haben wir da uns einen gemütlichen Fernseher angemacht, saßen auf dem Sofa und plötzlich stand er hinter uns. Ach du schöne Scheiße. So. Und da? Dann ist er, bei dem Anblick, wie er auf dem Sofa lag, konnte man sich das natürlich bei denken. Und da ist er ausgerastet. Kurz davor gewesen, handgreiflich zu werden, davon konnten wir ihn aber abhalten. Ja. Also ist richtig ausgetickt und hat mir auch gleich gesagt, ich könnte morgen wahrscheinlich meine Sachen packen und kriege die Kündigung. Ja. So, jetzt habe ich aber das war jetzt vor 2 Wochen. Mhm. Aber bis jetzt habe ich natürlich keine Kündigung gekriegt, weil ich von mir aus auch meine, dass er mich eigentlich gar nicht kündigen kann. Ja. Was ich jetzt nicht hundertprozentig bestätigen will, aber... Er sieht dich aber jeden Tag seit 2 Wochen. So, und das ist mein Problem, weil eigentlich es ist eine Qual für mich, da in den Betrieb zu gehen und ihm in die Augen zu gucken, wenn ich ihn da jeden Tag sehe. Ist das durchgesickert zu den anderen Kollegen auch schon?
Nee, das ist das nicht. Also die Spannung ist zwischen dir und dem Meister und dem Chef da. Ganz genau so sieht es aus. Wie ist denn das Verhältnis jetzt zwischen dir und der Frau von dem Chef? Das ist noch nicht beendet. Das heißt, ihr trefft euch immer noch heimlich? Ja, getroffen, aber bei mir. Ja. Du pokerst ja hoch, ne? Das ist, ja. Was ist denn das? Bist du da richtig verknallt in die oder ist das einfach eine tolle Sexgeschichte? Nee, also ich könnte mir echt mehr mit ihr vorstellen. Wenn verloben würde ich mich sogar auch mit ihr, aber das kann ich ja nicht machen. Ich meine, sie ist verheiratet. Mhm. Wie schätzt du es denn andersrum ein? Bist du nur der süße junge Schmusi, wo sie einen viel älteren Mann hat? Oder ist sie in dich auch verknallt? Ich meine, sie ist auch in mich verknallt. Und ich glaube auch, ich meine, es ist ja nun wirklich ein derber Altersunterschied zwischen ihr und meinem Chef. Mhm. Und ich habe so das Gefühl, das will ich aber jetzt auch nicht, da bin ich mir auch nicht sicher, aber ich habe das Gefühl, dass sie eigentlich nur ihn geheiratet hat, weil der ordentlich was zu bieten hat. Also der hat ordentlich ein großes Villa, zwar nicht Villa, aber... Spricht nicht sehr für die Frau, ne? Und dann hast du schlechte Karten. Ja. Ne? Also wäre die These gar nicht so falsch, dass sie dich einfach so als süßen Betthasen benutzt. Ja. Ich finde die ganze Geschichte insofern sehr heikel, Roman, weil du deine berufliche Ausbildung im höchsten Maße gefährdest jetzt. Ja, und darum geht es jetzt auch, weil eigentlich habe ich schon öfters darüber nachgedacht, die Ausbildung jetzt abzubrechen. Weil ich meine, ich habe bis jetzt keine Kündigung bekommen, ich weiß nicht, ob ich eine kriegen werde. Und warum willst du sie von dir aus abbrechen? Weil ich ertrage das nicht. Ich kann da nicht in den Betrieb gehen und da meinem Chef immer Das würde bedeuten 2 Jahre umsonst? Ja, und das ist das Problem. Ich meine, wenn ich jetzt die Ausbildung abbreche, dann stehe ich da und wahrscheinlich werde ich dann auch nicht so schnell irgendwie wieder irgendeinen Job bekommen. Mhm. Und ist es das wert? Ist so eine Liebelei, ist so eine Sex-Story, ist es das wert? Ja, eigentlich nicht. Nein, eigentlich natürlich überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Vielleicht könntest du jetzt wirklich noch die Notbremse ziehen, indem du diesen Kontakt abbrichst mit der Frau und noch einmal das Gespräch mit ihm suchst und ihm wirklich von Mann zu Mann versicherst, dass die Sache gelaufen ist, dass es dir irrsinnig leid tut. Aber dass es nicht mehr vorkommt, dass Schluss ist, dass du bist ein junger Mann, kann mal passieren. Mein Gott, er war auch mal jung. Vielleicht wäre es ihm auch passiert. Vielleicht kannst du es so nochmal durch so ein sehr, sehr, sehr klares und ehrliches Gespräch hinkriegen. Aber auf der Basis dessen, dass du wirklich diesen Kontakt abbrichst. Ja. Ich glaube, ich könnte fast meine Seele verwetten dafür, Roman. Wenn du das weiter so durchziehst und es vergehen so 10 Jahre und du denkst irgendwann daran zurück, dann wirst du sagen, mein Gott, war ich blöd damals. Ja, ich blöd, wegen der Tussi, ich sag's mal wirklich ganz, ganz salopp, wegen der Tussi habe ich damals alles hingeworfen. Das war's nicht wert. Das ist es auch eigentlich nicht wert. So, und jetzt hast du vielleicht noch die Chance, in allerletzter Sekunde zu bremsen. Brems! Ja, aber ich weiß nicht, wie er reagiert, wenn ich jetzt wieder auf ihn zukomme und das wieder auf den Tisch hole, das Thema. Ja gut, dann brich doch zumindest schon mal, damit du für dich klar dastehst, den Kontakt zu der Frau ab. Das habe ich auch vor. So, das ist ja der allererste Schritt. Es ist auch schwer, ihr das zu sagen. Ja gut, mein Gott, nochmal. Bist du ein Typ oder bist du nicht ein Typ? Ja, doch. Kannst du den Mund aufmachen, kannst du nicht aufmachen? Doch, kann ich auch. So. Dann hast du für dich schon mal eine klare Haltung. Und dann kannst du ja mal sehen, wie die Situation sich ergibt, dass du vielleicht auch nochmal einmal mit ihm redest. Vielleicht ist es ihm auch ganz recht, wenn nochmal klar gesprochen wird. Aber ich würde jetzt wirklich alle meine Energie da reinpumpen, dass die Ausbildung nicht im Bach untergeht. Ja, vor allen Dingen, es wäre ja nur noch ein Jahr. Es ist nur noch ein Jahr. Und wenn diese schöne junge Frau so toll verliebt in dich ist, dann kann die auch noch mal ein Jahr warten. Dann könnt ihr euch noch mal irgendwann später treffen. Ja, und ich meine, vielleicht hat das auch so nicht. Ich meine, er hat direkt gesagt, als er uns da gesehen hat, du kannst morgen deine Sachen packen. Mhm. Und bis heute ist nichts passiert. Und wir haben auch bis jetzt auch nicht irgendwie privat oder so ein Wort gewechselt, wenn dann mal kurz dienstlich, aber... Ja, ich weiß nicht, wie das rechtlich ist. Er müsste dann wahrscheinlich irgendwelche Gründe konstruieren, das weiß ich nicht so genau. Aber das weiß ich eben auch nicht. Nutzt doch einfach diese Situation aus, die im Moment herrscht. Die ist doch eigentlich, du hast doch noch etwas Glück im Unglück. Ja. Ne? Also, meine klare Ansage ist, mein klarer Tipp, sofortiger Kontaktabbruch zu dieser Frau... Ja. Erstmal normal zur Arbeit weitergehen und wenn die Spannung für dich so groß ist, guck auf eine günstige Situation und dann sprich unter 4 Augen nochmal Tachlis mit ihm.
Na, das wird wohl die letzte Möglichkeit sein. Finde ich schon. Vielleicht ist das Gespräch wirklich insofern auch sehr gut, weil er vielleicht auch nicht weiß, ob ihr immer noch Kontakt habt oder nicht Kontakt. Und wenn du ihm dann ganz klar, wirklich glaubwürdig sagst, es ist vorbei, es ist Schluss, dann entspannt sich das vielleicht zwischen euch beiden Männern auch wieder. Ja, ich glaube, wenn ich mit ihm reden würde, ja, dann würde er vielleicht sagen, ja, okay, das Thema ist dann jetzt gegessen. So. Aber im Nachhinein wird er noch einen so großen Hass auf mich haben. Natürlich. Du sollst ja auch erstmal nur das Ganze ein bisschen beruhigen und dein Ja runterziehen und dann ist es gut. Der Hass wird bleiben. Eigentlich sollte er viel mehr Hass auf seine Frau haben. Weißt du das? Aber das ist ein anderes Thema. Ja. So, mein Lieber, in diesem Sinne, toi, toi, toi. Ja. Kann ich noch ein Autogramm haben? Du legst auf, wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift, okay? Ist okay. Tschüss. Dankeschön, schönen Tschüss. Abend. Danke. Michaela, 27, hallo. Hallo, Domian. Hallo, Michaela. Dein Thema. Ich habe Angst vorm Schlafen. Vom Schlafen? Ja. Warum? Ich lag mal in Koma drin. Bitte? Ich bin Koma drin, schon mal über sechs Wochen. Ach, du warst mal im Koma? Ja. Mhm. Und seitdem habe ich Angst vorm Schlafen. Weil du Angst hast, wieder vielleicht ins Koma zu fallen? Ja, ich hatte auch so diese, Todeserfahrung gehabt. In diesem Koma. Also eine Nahtodeserfahrung? Ja. Was war das für eine Erfahrung? Was hast du da erlebt? So, ich bin durch diesen Tunnel gegangen und so und war auf der anderen Seite. Mhm. War das für dich angenehm, dann wieder zurückzugehen? Ja. Das war dann schon angenehm, wieder ins Leben zu gehen. Ja. Weswegen warst du im Koma? Ich hatte eine Krankheit gehabt, also ein Loch im Darm. Hm. Und wurde eben halt daher in künstlichen Koma versetzt. Wie kriegt man ein Loch in den Darm? Ich habe sehr viele Operationen hinter mir und war durch eben halt Verwachsung. Ach so, also du bist schon eine schwerkranke junge Frau, kann man sagen. Ja. Ist es denn jetzt mit der Gesundheit einigermaßen im Griff oder ist es immer noch alles wackelig? Das ist jetzt wieder alles im Griff. Mhm. Aber ist es so diese seelische, diese psychische Angst da, Not da in der Nacht, packt mich vielleicht nochmal das Koma oder gar der Tod? Ja. Mhm. Was bedeutet das? Versuchst du kaum zu schlafen? Also wenn der Körper sträubt sich dagegen. Mhm. Aber irgendwann ist der Körper so müde. Dann muss er schlafen. Ja. Wie viele Stunden überhaupt schläfst du am Tag, wenn es hochkommt? 3 Stunden. Mhm. Gehst du dafür ins Bett? Ich gehe dafür im Bett. Ja. Manchmal schlafe ich auch auf der Couch ein. Ja. Ist das dann so, dass du beim Einschlafen schon eine große Angst hast? Ja, leider. Ich habe das gerade so dir hingelegt, so als weil ich das so vermute. Ist es so, dass du Angst hast, ins Koma zu fallen? Oder beschreibt die Angst doch noch genauer? Also, die kann man eigentlich kaum beschreiben. Mhm. Also, das ist so, als wenn man Gänsehaut kriegt. Die Haare stellen sich alle auf. Ja. Nur steckt in Michaela auch, wie ich es gerade angedeutet habe, dahinter die Angst, eventuell im Schlaf zu sterben? Ja, ich habe zwar keine Angst, direkt zu sterben. Ich habe bloß nur Angst, zu früh zu sterben. Mhm. Mhm. Weil ich ja schon weiß, was mich nach dem Tod erwartet. Aufgrund des Erlebnisses, was du da im Koma hattest. Ja. Aber das war ja kein schlimmes Erlebnis, ne? Nein, das war eher ein positives. Mhm. Michaela, ich bin davon überzeugt, dass dir jemand sehr Professionelles helfen muss dabei. Ja. Da bin ich sehr von überzeugt. Und wir wollen mal gleich überlegen, ob wir für dich da eine Idee finden. Ja. Ne? Das schlage ich jetzt mal so vor. Ja. Die Sendung ist eh jetzt vorbei. Ich bitte dich aufzulegen und wir melden uns gleich bei dir nochmal, okay? Okay. Dann sage ich mal bis gleich. Bis gleich. Tschüss. So, meine Lieben, nochmal der Hinweis zum Nachtlager www.
nachtlager.de. Und unser Thema am Mittwoch heißt: Ein Anruf hat mein Leben verändert. Wenn ihr am Mittwoch mitmachen wollt, könnt ihr jetzt schon mailen dazu. In der Technik heute Nacht Malte E-Mails. Morgen wieder eine freie Themennacht. 1 Uhr Radio 1 Live und 1 Uhr WDR Fernsehen. Gute Nacht. Tschüss. Es ist 2 Uhr vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Hören Sie Nachrichten. Die SPD in Thüringen hat erste Konsequenzen aus der Niederlage bei der Landtagswahl gezogen.